Verbreitet Germany's Next Topmodel eine falsche Vorstellung von Models? Schon seit den vergangenen Staffeln wird in der Show von Heidi Klum 48 Diversität großgeschrieben. Die Kandidatinnen können sich unabhängig von Größe, Alter oder Gewicht bewerben und haben die gleichen Chancen. Der Chef einer international erfolgreichen Modelagentur hält das für falsch. Er denkt nicht, dass die GNTM-Kandidatinnen auf dem Markt eine Chance hätten. Marco Sinervo hat unter anderem Kate Upton, 29, entdeckt oder mit Chrissy Teigen, 36, zusammengearbeitet. Er hat eine differenzierte Meinung zu GNTM. Heidis Sendung hat das Verständnis vom Modeln verändert, erklärte er gegenüber Bunte. Er ist sich jedoch sicher, aber keine Kandidatin erfüllt wirklich die Bedingungen, erfolgreich als Model zu arbeiten. Er betonte nämlich, dass nach wie vor auf dem Modelmarkt die gleichen Anforderungen bezüglich Maße, Größe und Schönheit gelten wie früher. GNTM hat das Thema Diversity seiner Meinung nach falsch verstanden, da der Begriff ursprünglich auf die Abschaffung von Diskriminierung ausgelegt ist. Die Show suggeriert, dass sich für jede Bewerberin eine Nische findet, unabhängig von Aussehen, Alter und Talent. Diese Illusion muss ich jungen Frauen, die zu uns kommen, regelmäßig nehmen und sie enttäuschen, stellte Marco klar.